willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie geht's, wie steht's? Ich dachte heute mal ein anderes Video oder grundsätzlich ein Video, sonst kommen wir hier zu 90% aktive Livestreams auf diesem Kanal. Und ich dachte mir heute auf sympathisch ein Video und ich zeige euch aktuell Stand 2020 euch mein Gaming Setup. Ich würde sagen, liebe Leute, wir fangen direkt an mit den Schulen. Den Stuhl habe ich geschenkt bekommen, also ich habe dafür nichts gezahlt. Das ist auch ein Bürostuhl, kein Gaming-Stuhl, das weiß ich selber, deswegen nichts. Ich würde sagen, ich mache mal den Stuhl hier weg. So, komm mal hierher. Ja. Also hier mein Bildschirm, Leute, 27 Zoll Bildschirm von Samsung, hat 27 Euro gekostet, bestimmt hier, moin. Dafür habe ich 220 Euro gezahlt für diesen Bildschirm, aber der kostet, glaube ich, jetzt nur noch 180 oder 170. Dann hier kommen wir zu meinem PC. Das, liebe Leute, ist ein PC mit Bildschirm. Hier, also das ist ein PC in Bildschirm, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also, das ist, liebe Leute, ein PC mit Bildschirm integriert und Kamera integriert. Das gehört alles zusammen. Und für diesen PC, liebe Leute, habe ich auch nichts gezahlt. Das habe ich von meinem Vater geschenkt, gekriegt. Dann hier eine Kamera, die ich zum Livestream benutze. Die hat, glaube 20 Euro oder so gekostet oder 25 Euro. Dann hier meine Razer-Tastatur. Die, liebe Leute, hat 170 Euro gekostet. Dann kommen wir hier mit zu meiner Ladestation von meinen Kontrollen. Die Ladestation hat 15 Euro gekostet. Dann kommen wir zu meiner Razer Mousepad. Das hat 30 Euro gekostet. Und zu meiner Razer Maus, die Razer Maus, die hat 70 Euro gekostet. Dann hier zu meinem Samsung Bildschirm, 24 Zoll. Das hat 130 Euro gekostet, der Bildschirm. Genau. Dann, ja, Controller ist ja nichts Besonderes. Also das ist soweit, liebe, hier, Zeit da. Also das ist soweit, das sind die drei Bildschirme, das ist wie gesagt Bildschirm in PC inbegriffen und das ist kompletter Razer-Set. Mein Headset, liebe Leute, ist auch vom Razer. Das Headset hat 85 Euro gekostet, auf ganz entspannt. Das ist soweit, hier alles hier. Dann hier unten, zeig mal hier unten, Leute, ist eine Elgato HD60S. Die habe ich mir gebraucht geholt, weil ich nicht sah, dafür über 200 Euro zu zahlen, aber hat trotzdem knackige 140 Euro gekostet, habe ich dafür gezahlt. Dann kommen wir zu diesem Bereich, hier PlayStation 4 Slim, auf ganz entspannt. Die habe ich mir sogar bei Black Friday geholt, Leute, und die hat, ich glaube, die habe ich dann für 200 oder so gekriegt. Ja, hier Kabelsalat, alles noch übrige Kabel, die ich benutzen könnte und Schulzeug. Ja, hier GTA San Andreas, ja, Pokerset, ihr wisst Bescheid, für Pokerabend. Ja, hier Pokale von mir, von alten Zeiten, Kappa, Spaß, die sind von meinem Vater. Ja, hier auch alte Spiele, Call of Duty MW3, Black Ops 2 und noch so andere weitere Spiele. Ich habe auch PlayStation 3 und Xbox, aber die sind jetzt gerade da. Die seht ihr gerade nicht, heißt, die sind nicht hier, die sind bei meinem Fernseher. Ja, hier auch Medaillen. Soweit. Ja, das war's eigentlich schon soweit, Digga. Ich dachte irgendwie mehr hoch. Aber das, liebe Leute, ist so der Hauptteil von meinem Gaming-Setup. Drei Bildschirme, Razer, komplettes Razer-Headset mit Razer-Maus. Elgato, über Elgato, über Elgato läuft das alles. Und ja, das war es eigentlich schon zweit, ich dachte irgendwie mehr. Ja, und dann halt hier eine chillige LED-Lampe, die hat auch nochmal 25 Euro gekostet, die LED-Lampe. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Video, ich bin ehrlich, dachte irgendwie mehr, huch, das war's komplett, Digga. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, euch noch einen schönen Abend, ciao, ciao.